explodieren die Mieten, Tarifsteigerungen, egal wie hoch sie sind, werden aufgefressen. Glücklich können sich die schätzen, die noch einen alten Mietvertrag haben, aber wer hat den schon noch? Wenn sich die familiäre Situation ändert, ändern sich auch Wohnbedürfnisse. Kleine Kinder kommen dazu, die Wohnung muss größer werden, die Kinder ziehen aus, eine kleinere Wohnung, all das geht in dieser Stadt nicht mehr. Ich finde, wer hier in Berlin für Berlin arbeitet, muss auch in dieser Stadt leben können. Private Wohnungsunternehmen werden von den Regierungen hofiert. Für Beschäftigte, die kaum noch bezahlbaren Wohnraum finden, wird kaum etwas getan. Und jedes Mal, wenn versucht wird, kreativ gegen diese Entwicklung etwas zu tun, wird es von der CDU und FDP verhindert. Wie war es denn mit dem Mietendeckel hier? Weggeklagt von der CDU, die jetzt den regierenden Bürgermeister stellen will. Im Übrigen tatkräftig unterstützt von der SPD. Die Abschaffung oder wenigstens Stilllegung der Indexmiete verhindert von der FDP auf Bundesebene, weil sie keine Notwendigkeit sieht. Schon klar. Die FDP ist die Partei der Vermieterinnen und Vermieter, das wissen wir. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass wir als Gewerkschaft auch Bündnisse eingehen, wie das Bündnis mit dem Berliner Mieterverein. Und das werden wir ausbauen. Wiebke Werner, Geschäftsführerin vom Berliner Mieterverein, schön, dass du heute hier bei uns bist und dich mit uns in diesem Kampf solidarisierst. Wiebke. Demonstrierenden, liebe Streitende, der Berliner Mieterverein grüßt ganz herzlich. Verdi, die Eisenbahner Gewerkschaft und der Berliner Mieterverein haben zusammen mit zahlreichen weiteren Organisationen zu dieser Demonstration aufgerufen. Und das zeigt, wie breit die Betroffenheit ist, die Betroffenheit von einer Krise, die nicht unsere Krise ist. Seit einem Jahr gehen die Energiepreise durch die Decke, die Lebenshaltungskosten werden immer teurer und vielleicht wird sich das verfügbare Einkommen 2023 um ein paar Prozent erhöhen. Aber was bringt uns das, wenn die steigende Inflation diesen Vorsprung auffrisst? Auch die Mieten steigen weiter und weiter. In Berlin sind die Angebotsmieten in nur 3 Monaten um 27% angestiegen. Damit ist Berlin in den deutschen Großstädten auf Platz 2 der Angebotsmieten angekommen, während es im bundesweiten Vergleich der Einkommen auf Platz 46 verbleibt. Es tummeln sich immer mehr Investorinnen auf den angespannten Wohnungsmärkten, die die Mangellage zu ihren Gunsten ausnutzen und von der Krise profitieren. Während die Wohnkostenbelastung vieler Haushalte überfordern, haben sich auf der anderen Seite die Immobilienvermögen gewaltig erhöht. Die Wohnungswirtschaft hat in den letzten Jahren so große Gewinne eingefahren, dass es selbst in Immobilienkreisen schon heißt, die fetten Jahre sind womöglich vorbei. Da läuft was gewaltig schief. Mit windigen Geschäftsmodellen werden Mietpreisbremse und Kündigungsschutz umgangen. Zum Beispiel durch die vorgeschobene möblierte Vermietung auf Zeit oder mit fragwürdigen Wohnkonzepten für Studierende und Auszubildende oder mit Einsetzung von Strohmännern als Untervermietende. Kaum hat die Inflation an Fahrt aufgenommen, wird auf die an die Inflation gekoppelte Indexmiete zur Standardvereinbarung bei Abschluss neuer Mietverträge, um maximale Miete fordern zu können. Und das alles nur, um Profit aus der Krise zu ziehen, um die fetten Gewinne einzustreichen. An alle renditeorientierten Investorinnen und Investoren, schämt euch! Die Kluft zwischen Miete und verfügbaren Einkommen wird immer größer. Und genauso wächst die Kluft zwischen denen, die von der Krise profitieren und jenen, die die Krise trifft wie ein Faustschlag ins Gesicht. Seht ihr nicht die Gefahr, die das für den sozialen Frieden in der Gesellschaft bedeutet?
Und was macht die Bundesregierung? Nichts. Die FDP blockiert jeden Vorstoß zu mehr MieterInnenschutz. Sie setzt sogar die im Koalitionsvertrag vereinbarte Absenkung der Kappungsgrenze und die Verlängerung der Mietpreisbremse aus. Bei Indexmieten sieht sie keinen Handlungsbedarf und das ist einfach nur zynisch. Und übrigens, wir lassen uns auch nicht von Aussagen der Wohnungsunternehmen spalten, dass die Löhne nicht angehoben werden können, ohne die Mieten zu erhöhen. Die tarifgebundene landeseigene BWM hat niedrigere Betriebskosten als andere nicht tarifgebundene Wohnungsunternehmen. Das zeigt also, es geht. Vernünftige Tariflöhne müssen sich nicht zwangsläufig auf die Mieten auswirken. Es ist am Ende eine Frage der Bewirtschaftung und der Verteilung. Man muss es nur wollen. Was brauchen wir? Wir brauchen eine wirksame Regulierung zur Mietenbegrenzung. Der Markt alleine wird es eben nicht richten, sondern nur die Profiteure der Krise weiter begünstigen. Wohnen muss endlich als Daseinsvorsorge verstanden werden. Jeder braucht ein Dach über dem Kopf. Schluss auch mit Spekulationen mit Grund und Boden. Stattdessen Gemeinwohl und Gemeinwirtschaft stärken. Inflation und Rezession dürfen uns nicht länger lähmen. Setzen wir die Bundesregierung unter Druck und lasst uns solidarisch handeln. Im Kiez, in der Stadt und im Bund. Nach dem Motto: Mieten runter und auf mit den Löhnen. Vielen Dank. Üben, bevor wir losgehen. Das ist ganz einfach. Also, liebe Leute, wie machen wir das? Wir sagen, rauf mit den Löhnen, runter mit den Mieten. Rauf mit den Löhnen, runter mit den Mieten. Sehr gut. Das